Hallo und willkommen zu einer weiteren kleinen Vorlesestunde von mir. Ich habe mir gedacht, dass heute mal wieder Zeit ist für ein kleines Märchen. Also habe ich mal wieder ein Märchenbuch rausgesucht, beziehungsweise die Märchensammlung von Hans Christian Andersen rausgenommen. Und da würde ich sagen, verlesen wir heute das Märchen Die Nachtigall. Viel Spaß damit. Die Nachtigall. In China, das weißt du doch, ist der Kaiser ein Chinese. Und alle, die er um sich hat, sind auch Chinesen. Es ist nun viele Jahre her, aber gerade deswegen ist es gut, die Geschichte zu hören, ehe sie vergessen wird. Das Schloss des Kaisers war das prächtigste in der Welt. Ganz und gar aus feinstem Porzellan. So kostbar, aber so zerbrechlich, so gefährlich anzurühren, dass man sich ordentlich in Acht nehmen musste. Im Garten sah man die wunderlichsten Blumen, an den allerprächtigsten waren silberne Glocken gebunden. Sie erklangen, damit man nicht daran vorbeigehen sollte, ohne die Blume zu beachten. Ja, alles in des Kaisers Garten war auf das Höchste raffiniert. Und der Garten erstreckte sich so weit, dass der Gärtner selbst das Ende nicht kannte. Ging man immer weiter, so kam man in den schönsten Wald, mit hohen Bäumen und tiefen Seen. Der Wald reichte ganz bis an das Meer hinab, das so blau und tief war. Große Schiffe konnten bis dicht unter die Zweige segeln, und dort wohnte eine Nachtigall, die so wunderbar sang, dass selbst der arme Fischer, der so viel anderes zu tun hatte, still lag und lauschte, wenn er des Nachts ausgefahren war, um das Netz einzuziehen und dann die Nachtigall hörte. Ach Gott, wie schön das ist, sagte er. Aber dann musste er seine Arbeit verrichten und vergaß den Vogel. Doch in der nächsten Nacht, wenn er wieder sang und der Fischer da hinauskam, sagte er wieder dasselbe. Ach Gott, wie schön ist das. Aus allen Ländern der Welt kamen Reisende nach der Kaiserstadt, und sie bewunderten die Stadt und das Schloss und den Garten. Wenn sie aber die Nachtigall zu hören bekamen, so sagten sie alle, das ist doch das Beste. Und die Reisenden erzählten davon, wenn sie nach Hause kamen. Und die Gelehrten schrieben viele Bücher über die Stadt, das Schloss und den Garten, aber die Nachtigall vergaßen sie nicht. Sie wurde oben angestellt. Und diejenigen, die dichten konnten, schrieben die schönsten Gedichte, alle über die Nachtigall im Wald, am tiefen Meer. Die Bücher durchliefen die ganze Welt, und einige davon gelangten auch bis zu dem Kaiser. Er saß in seinem goldenen Stuhl und las. Jeden Augenblick nickte er mit seinem Kopf. Denn es freute ihn, die prächtigen Beschreibungen der Stadt und des Schlosses und des Gartens zu hören. Aber die Nachtigall? Das ist doch das Allerbeste, stand da geschrieben. Was ist denn das? Sagte der Kaiser. Die Nachtigall? Die kenne ich ja gar nicht. Ist hier so ein Vogel in meinem Kaiserreich, obendrein in meinem Garten? Das habe ich ja noch nie gehört. So etwas muss man sich erst aus den Büchern herauslesen. Und dann rief er seinen Kavalier. Der war so vornehm, dass wenn ihn jemand, der geringer war als er, es wagte, mit ihm zu reden oder ihn nach etwas zu fragen, er weiter nichts erwiderte als Puh. Und das hat gar nichts zu bedeuten. Hier soll ja ein höchst merkwürdiger Vogel sein, den sie Nachtigall nennen, sagte der Kaiser. Man sagt, sie soll das Allerbeste in meinem großen Reich sein. Warum hat man mir dann nie davon erzählt? Ich habe den Vogel bisher auch niemals nennen hören, sagte der Kavalier. Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden. Ich befehle, dass er heute Abend herkommen und mir vorsingen soll, sagte der Kaiser. Die ganze Welt weiß, was ich habe, und ich weiß es nicht. Ich habe den Vogel noch nie nennen hören, sagte der Kavalier. Ich werde ihn suchen, ich werde ihn finden. Aber wo war er zu finden? Der Kavalier lief alle Treppen auf und nieder. Er lief durch die Säle und Gänge. Niemand von allen, die er traf, hatte von der Nachtigall reden hören. Und der Kavalier lief wieder zum Kaiser und sagte, dass es sicher eine Fabel von denen sein müsse, die Bücher schrieben. Eure kaiserliche Majestät müssen nicht alles glauben, was geschrieben steht. Das sind Erdichtungen und etwas
so man die schwarze Kunst nennt. Aber das Buch, in dem ich es gelesen habe, sagte der Kaiser, wurde mir von dem großmächtigen Kaiser von Japan übersandt. Und es kann also keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören. Sie soll heute Abend hier sein. Sie hat meine höchste Gnade und kommt hier nicht. Sie soll der ganze Hof auf den Bauch geprügelt werden, sobald er zu Abend gegessen hat. Singpe, sagte der Kavalier und lief wieder alle Treppen auf und nieder und lief durch alle Säle und Gänge, und der halbe Hof lief mit ihm, denn er wollte nicht gern auf den Magen geprügelt werden. Da war ein Fragen nach der merkwürdigen Nachtigall, die ganze Welt kannte, nur niemand bei Hofe. Endlich trafen sie ein kleines, armes Mädchen in der Küche. Sie sagte: Ach Gott, die Nachtigall, die kenne ich sehr gut. Ja, wie kann die singen? Jeden Abend habe ich Erlaubnis, meiner armen, kranken Mutter einige Überbleibsel von Tische nach Hause zu bringen. Sie wohnt unten am Strande. Und wenn ich dann zurückgehe, müde bin und im Wald ausruhe, so höre ich die Nachtigall singen. Die Tränen kommen mir dabei in die Augen, und es ist, als wenn meine Mutter mich küsste. Kleines Küchenmädchen, sagte der Kavalier, ich werde dir eine feste Anstellung in der Küche verschaffen und die Erlaubnis, den Kaiser zu essen zu sein, wenn du uns zu der Nachtigall führen kannst, denn sie ist für heute Abend angesagt. Und da zogen sie dann alle zusammen in den Wald hinaus, wo die Nachtigall zu singen pflegte. Der halbe Hof war mit dabei. Als sie im besten Zuge waren, fing eine Kuh an zu brüllen. Oh, sagten die Hofjunker, nun haben wir sie. Es ist doch eine erstaunliche Kraft in so einem kleinen Tier. Die habe ich sicher schon mal gehört. Nein, das sind Kühe, die brüllen, sagte das kleine Küchenmädchen. Wir sind noch weit von dem Ort entfernt. Jetzt quaken die Frösche im Teich. Herrlich, sagte der chinesische Hofprediger, jetzt höre ich sie. Es ist ganz wie kleine Kirchenglocken. Nein, das sind die Frösche, sagte das kleine Küchenmädchen. Aber ich denke, nun werden wir sie bald hören. Und dann fing die Nachtigall an zu singen. Das ist sie, sagte das kleine Mädchen. Hört, hört, und da sitzt sie. Und dabei zeigte sie nach einem kleinen grauen Vogel oben in den Zweigen hinauf. Ist es möglich, sagte der Kavalier. So hätte ich sie mir nie und nimmer gedacht. Wie gewöhnlich sie doch aussieht. Sie hat gewiss bei dem ganzen Anblick so vieler vornehmer Personen ihre Farbe verloren. Kleine Nachtigall, rief das kleine Küchenmädchen ganz laut. Unser gnädiger Herr Kaiser will so gern, dass du ihm was vorsingst. Mit dem größten Vergnügen, sagte die Nachtigall und sang so dass es eine Lust war. Es klingt gerade wie Glocken, wie Glasglocken, sagte der Kavalier. Und seht nur ihre kleine Kehle, wie sie arbeitet. Es ist erstaunlich, dass wir so noch nie gehört haben. Sie wird großen Success bei Hofe haben. Soll ich dem Kaiser noch etwas vorsingen? Fragte sie die Nachtigall, die glaubte, dass der Kaiser auch anwesend sei. Meine vortreffliche kleine Nachtigall, sagte der Kavalier, ich habe die große Freude, Sie zu einem Hoffest heute Abend einzuladen. Sie sollen dort seine hohe kaiserliche Gnaden mit ihrem charmanten Gesang bezaubern. Das klingt am besten im Grünen, sagte die Nachtigall, aber ich kam doch gern mit, als sie hörte, dass der Kaiser es wünschte. Auf dem Schlosse herrschte große Pracht. Die Wände und die Fußböden, die aus Porzellan waren, erglänzten in einem Schein vieler goldener Lampen. Die schönsten Blumen, die so recht klingen konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Da war ein Gelaufe und ein Zugwind, aber dann ertönten alle Glocken, sodass man sein eigenes Wort nicht mehr hören konnte. Mitten in dem großen Saal, wo der Kaiser saß, war ein goldener Stock aufgestellt. Und auf dem sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hof war da. Und das kleine Küchenmädchen hatte Erlaubnis bekommen, hinter der Tür zu sein, denn sie hatte nun den Titel einer wirklichen Hofköchin bekommen. Alle waren in ihrem schönsten Staat und alle sahen nach dem kleinen grauen Vogel hin, dem der Kaiser zunickte. Und die Nachtigall sang so wunderschön, dass dem Kaiser Tränen in die Augen traten und die Tränen rollten ihm an der Wange hinab. Und da sang die Nachtigall noch schöner.
Das ging so recht zu Herzen, und der Kaiser war so froh und sagte, die Nachtigall solle ich einen goldenen Pantoffel um den Hals tragen. Aber die Nachtigall dankte, sie hätte schon Belohnung genug erhalten. Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen. Das ist mir der reichste Schatz. Eines Kaisers Tränen haben eine wunderbare Macht. Gott weiß, ich bin genug belohnt. Und dann sang sie wieder mit ihrer süßen, lieblichen Stimme. Das ist die liebenswürdigste Koketterie, die ich kenne, sagten die Damen ringsherum. Und dann nahmen sie Wasser in den Mund, um zu glucksen, wenn jemand mit ihnen sprach. Sie glaubten, dass sie dann auch Nachtigallen wären. Ja, die Lakaien und die Kammerjungfern ließen melden, dass auch sie zufrieden seien. Und das will viel sagen, denn denen kann man es am schwersten recht machen. Ja, die Nachtigall machte wirklich Glück. Sie sollte nun bei Hofe bleiben, sollte ihr eigenes Bauer und Freiheit haben, zweimal am Tage und einmal nachts auszugehen. Sie bekam 12 Diener mit, die ihr alle ein seidenes Band um das Bein geschlungen hatten, das sie gehörig festhielten. So ein Spaziergang war durchaus kein Vergnügen. Die ganze Stadt sprach von dem merkwürdigen Vogel, und begegneten zwei einander, so sagte der eine nichts weiter als Nachti und der andere Gall. Und dann seufzten sie und verstanden einander. Ja, 11 Speckhügelkinder wurden nach ihr benannt, aber auch nicht eins von ihnen hatte einen Ton in der Kehle. Eines Tages kam ein großes Paket für den Kaiser obendrauf, stand geschrieben die Nachtigall. Da haben wir ein neues Buch über unseren berühmten Vogel, sagte der Kaiser. Aber es war kein Buch. Es war ein kleines Kunstwerk, das in einer Schachtel lag. Eine künstliche Nachtigall, die der Lebenden gleichen sollte, aber überall mit Diamanten, Rubinen und Saphiren übersät war. Sobald man den künstlichen Vogel aufzog, konnte er eines der Stücke singen, die der wirkliche sang. Und dann ging der Schwanz auf und nieder und schimmerte in der Sonne von Silber und Gold. Um den Hals hing ein kleines Band, und darauf stand geschrieben: Des Kaisers von Japan Nachtigall ist arm gegen des Kaisers von China. Das ist herrlich, sagten sie alle. Der den köstlichen Vogel gebracht hatte, erhielt sogleich den Titel kaiserlicher Obernachtigallüberbringer. Nun müssen sie zusammen singen. Was wird das für ein Duett werden? Und dann mussten sie zusammen singen. Aber es wollte nicht so recht gehen, denn die wirkliche Nachtigall sang auf ihre Manier, und der künstliche Vogel ging auf Walzen. Der hat keine Schuld, sagte der Spielmeister. Er ist außerordentlich taktfest und singt ganz nach meiner Schule. Dann sollte der künstliche Vogel allein singen. Er machte ebenso viel Glück wie der wirkliche. Und dann war er auch noch viel niedlicher anzuschauen. Er schimmerte wie Armbänder und Busennadeln. 33 Mal sang er dasselbe Stück, und er wurde doch nicht müde. Die Leute hätten ihn gerne mal wieder gehört. Aber nun, meinte der Kaiser, müsse auch die lebende Nachtigall ein wenig singen. Aber wo war die? Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen Fenster hinausgeflogen war, fort nach ihren grünen Wäldern. Aber was ist denn das? Sagte der Kaiser, und die Hofleute schimpften und meinten, die Nachtigall sei ein höchst undankbares Tier. Den besten Vogel haben wir doch, sagten sie. Und dann musste der künstliche Vogel wieder singen, und das war das 34. Mal, dass sie dasselbe Stück hörten. Aber sie kannten das noch nicht ganz, denn es war so schwer, und der Spielmeister lobte den Vogel ganz außerordentlich. Ja, er versicherte, dass er besser sei als die wirkliche Nachtigall, nicht nur was der Kleider und der vielen Diamanten betraf, sondern auch inwendig. Denn sehen Sie, meine Herrschaften, der Kaiser vor allem, bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen, was kommen wird. Aber bei den künstlichen Vogeln ist alles bestimmt. So kommt es nicht anders. Man kann es sich erklären, man kann ihn aufmachen und dem menschlichen Verstande zeigen, wie die Walzen liegen, wie sie gehen
Und wie jedoch eine auf dich, und wie durch eine auf das andere folgt. Das sind ganz meine Gedanken, jagten sie alle zusammen, und der Spielmeister bekam Erlaubnis, dem Vogel am nächsten Sonntag dem Volke zu zeigen. Ich wollte ihn auch singen hören. Das, sagte der Kaiser. Und sie hörte ihn und wurden so vergnügt, als sie das und wurden so vergnügt, als wenn sie sich Tee in einen kleinen, als wenn sie sich mit Tee in einen kleinen Rausch tranken. Denn so war es, ganz chinesisch. Und alle sagten, oh, und hielten den Zeigefinger in die Höhe. Und dann nickten sie. Aber die armen Fischer, die die wirkliche Nachtigall gehört hatten, sagten, das klingt ja sehr schön. Es hat auch Ähnlichkeit, aber da fehlt was. Ich weiß nicht was. Die wirkliche Nachtigall war aus dem Land und Reich verwiesen. Der künstliche Vogel hatte seinen Platz auf einem seidenen Kissen, dicht an des Kaisers Bett, und alle Geschenke, die er bekommen hatte, Gold und Edelsteine lagen ringsum um ihn herum. Und im Titel war er zu einem hochkaiserlichen Nachttischsänger aufgerückt. Und im Rang zu Nummer 1, zur linken Seite. Denn der Kaiser rechnete die Seite als die vornehmste, an der das Herz saß. Und das Herz sitzt links, auch bei einem Kaiser. Und der Spielmeister schrieb 25 Bände über den künstlichen Vogel. Das war sehr gelehrt und sehr lang und mit den allerschwersten chinesischen Wörtern, sodass alle Leute sagten, sie hätten es gelesen und verstanden. Denn sonst wären sie ja dumm gewesen und dann wären sie auf den Bauch geprügelt worden. So ging es ein ganzes Jahr. Der Kaiser, der Hof und alle Chinesen kannten jedes kleinste Gluck in des Kunstvogelsgesang auswendig. Aber gerade deswegen gefiel es ihnen jetzt am allerbesten. Sie konnten selbst mitsingen und das taten sie auch. Die Gassenjungen sangen Zit-Zit-Zit, Gluck, Gluck, Gluck. Und der Kaiser sang es auch. Ja, es war gewiss wunderschön. Aber eines Abends, als der künstliche Vogel am allerbesten sang und der Kaiser im Bett lag und ihm zuhörte, sagte es inwendig im Vogel Knacks. Da sprang etwas. Schnurr. Alle Räder liefen herum und dann stand die Musik still. Der Kaiser sprang gleich aus dem Bett und ließ einen Leibarzt rufen. Aber was konnte der helfen? Dann ließen sie den Uhrmacher holen und nach vielen Reden und vielen Besehen setzte er den Vogel wieder einigermaßen instand. Aber er sagte, er müsse sehr geschont werden, denn die Zapfen seien ganz abgenutzt und es wäre nicht möglich, neue einzusetzen, dass die Musik sicher ginge. Das war ein großer Kummer. Nur einmal im Jahr durfte man den künstlichen Vogel singen lassen, und das war schon überreichlich. Aber dann hielt der Spielmeister eine kleine Rede mit vielen schwierigen Wörtern und sagte, es wäre ebenso gut wie früher. Und dann war es ebenso gut wie früher. Jetzt waren 5 Jahre vergangen, und das Land bekam eine wirklich große Trauer, denn sie hatten ihren Kaiser im Grunde alle lieb, und nun war er krank. Und konnte nicht wieder besser werden, und konnte nicht wieder besser werden, sagte man. Ein neuer Kaiser war schon gewählt, und die Leute standen draußen auf den Straßen und fragten den Kavalier, wie es um den Kaiser stünde. Sagte der und schüttelte den Kopf. Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem großen, prächtigen Bett. Der ganze Hof hielt ihn für tot, und alle liefen hin, um den neuen Kaiser zu begrüßen. Die Kammerdiener liefen hinaus und darüber zu schwatzen. Und die Schlossmädchen hielten große Kaffeeklatsch ab. Ringsumher in allen Sälen und auf allen Gängen war Tuch gelegt, damit man niemanden gehen hören konnte. Und daher war alles still. So still. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Starr und bleich lag er in seinem prächtigen Bett mit den langen Samtgardinen und den schweren goldenen Quasten. Hoch oben stand ein Fenster offen und der Mond schien auf den Kaiser und den künstlichen Vogel herab. Der arme Kaiser konnte kaum atmen. Es war, als säße ihm etwas auf der Brust. Er schlug die Augen auf und da sah er, dass es der Tod war, der auf seiner Brust saß. Er hatte seine goldene Krone aufgesetzt und hielt in seiner Hand des Kaisers goldenen Reichsapfel und in der anderen seine prächtige Fahne. Und ringsherum in den Falten der großen samtenen Bettgardinen guckten wunderliche Köpfe hervor. Einige ganz abscheulich,
andere jugendlieblich sanft. Das waren alle die bösen und die guten Werke des Kaisers, die ihn ansahen, jetzt wo der Tod ihm auf dem Herzen saß. Weißt du noch? Flüsterte der eine nach dem anderen. Weißt du das noch? Und dann erzählten sie ihm alles, dass ihm der Schweiß auf der Stirn hervorperlte. Das habe ich nie gewusst, sagte der Kaiser. Musik, Musik! Die große chinesische Trommel, rief er, damit ich nicht alles zu hören brauche, was sie sagen. Und sie redeten weiter, und der Tod nickte wie ein Chinese zu allem, was gesagt wurde. Musik, Musik! Schrie der Kaiser. Du kleiner geliebter Goldvogel, sing doch, singe! Ich habe dir Gold und Kostbarkeiten geschenkt. Ich habe dir selbst meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Sing doch! Sing doch! Aber der Vogel stand still. Es war niemand da, der ihm hätte aufziehen können. Aber der Tod fuhr fort, den Kaiser mit seinen großen, leeren Augenhöhlen anzusehen. Und das war so still, so schrecklich still. Da ertönte auf einmal dicht am Fenster der liebliche Gesang. Es war die kleine lebendige Nachtigall, die draußen auf einem Zweig saß. Sie hatte von ihres Kaisers Not gehört und war nun gekommen, um ihm Trost und Hoffnung zuzusingen. Und während sie sang, wurden die Gestalten bleicher und bleicher. Das Blut strömte schneller und schneller durch den schwachen Körper des Kaisers und der Tod selbst lauschte und sagte: Fahre fort, kleine Nachtigall, fahre fort. Ja, willst du mir den prächtigen goldenen Säbel geben? Ja, willst du mir die reiche Fahne geben? Willst du mir die Krone des Kaisers geben? Und der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang, und die Nachtigall fuhr noch fort zu singen. Und sie sang von dem stillen Friedhof, wo die weißen Rosen blühten, wo der Fliederbaum duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Hinterbliebenen genetzt wird. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter weißer Nebel aus dem Fenster hinaus. Hab Dank, hab Dank, sagte der Kaiser, du kleiner himmlischer Vogel, ich kenne dich. Dich hab ich aus meinem Land und Reich vertrieben. Und du hast doch die schöne, und du hast doch die bösen Sünden von meinem Bett weggesungen und hast den Tod von meinem Herzen verjagt. Wie soll ich dir das lohnen? Du hast mich belohnt, sagte die Nachtigall. Ich habe deinen Augen Tränen entlockt, als ich das erste Mal sang. Das werde ich dir niemals vergessen. Das sind die Juwelen, die ein Sängerherz beglücken. Aber schlafe jetzt und werde gesund und stark. Ich will dir etwas vorsingen. Und sie sang, und der Kaiser fiel in einen Schlummer. So mild und wohltuend war der Gesang. Die Sonne schien zu ihm und das Fenster hinein, durch das Fenster hinein. Als er gestärkt und gesund erwachte, keiner von seinen Dienern war zurückgekehrt, aber die Nachtigall saß noch da und sang. Du musst immer bei mir bleiben, sagte der Kaiser. Du sollst nur singen, wenn du selbst willst, und den künstlichen Vogel zerschlage ich in 1000 Stücke. Tu das nicht, sagte die kleine Nachtigall. Er hat das Gute getan, was er zu tun vermochte. Behalte ihn wie bisher. Ich kann nicht im Schlosse bauen und wohnen. Lass mich aber kommen, wann ich selber Lust habe. Da will ich dich abends dort auf dem Zweig am Fenster sitzen und dir vorsingen, auf dass du froh wirst und gedankenvoll zugleich. Ich will von den Glücklichen singen und von denen, die leiden. Ich will vom Bösen und vom Guten singen, das rings um dich her verborgen gehalten wird. Der kleine Singvogel fliegt, weil er umher, zu dem armen Fischer, zu den Bauern, zu das Bauerndach, zu jedem, der weit von dir und deinem Hofe entfernt ist. Ich liebe dein Herz mehr als deine Krone. Und doch umgibt die Krone der Duft von etwas Heiligem. Ich werde kommen, ich werde dir vorsingen, aber eins musst du mir versprechen. Alles, sagte der Kaiser und stand da mit seinem kaiserlichen Gewand, das er selbst angelegt hatte, und presste den Säbel, der schwer von Gold war, gegen sein Herz. Um eines bitte ich dich. Erzähle niemanden, dass du einen kleinen Vogel hast, der dir alles sagt. Dann wird es noch besser gehen. Und damit flog die Nachtigall von dannen. Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen. Ja,
Da standen sie, und der Kaiser sagte: Guten Morgen. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorlesestunde gefallen. Vielleicht kanntet ihr das Märchen ja schon. Das könnt ihr mir dann sehr gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich auch, wenn euch das Märchen jetzt völlig fremd war. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie ihr das Märchen fandet. Ob es euch gefallen hat. Ich hoffe es zumindest. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Märchen einzulesen. Allgemein, jede Vorlesestunde macht mir wirklich riesigen Spaß. Ja gut, wie gesagt, dann hoffe ich auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es vielleicht ein neues Märchen oder eine Sage oder eine andere Geschichte gibt. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.